Die Land- und Forstwirtschaftliche Fachschule Hafendorf besteht seit dem Jahr 1950, wurde aber stets den zeitgemäßen Anforderungen angepasst. Der Anteil des praktischen Unterrichts liegt bei ca. 50%. Bundesminister für Landwirtschaft Norbert Totschnig besuchte die Landwirtschaftliche Fachschule Hafendorf, aber nicht nur die Facharbeiterausbildung stand im Mittelpunkt, auch die Biogasanlage war von großem Interesse. Also ich bin beeindruckt von diesem Betrieb, weil er für mich einfach ein Pionierbetrieb ist. Eine Fachschule, die bereits im Jahr 2000 mit Biogas begonnen hat, die Vorreiter waren im Bereich Biomasseheizungen. Also ich würde sagen, beispielhaft für die Landwirtschaftsschulen in Österreich. Die Jugend wird sofort in der Schule befasst mit Innovation, mit dem Blick in die Zukunft. Und aus diesem Gesichtspunkt aus muss ich sagen, Gratulation an das Lehrpersonal und an die Schulleitung für diese Arbeit, die sie da leisten. Könnte man diesen Betrieb Ihrer Meinung nach als Musterbetrieb bezeichnen? Dieser Betrieb ist in mehrerlei Hinsicht ein Musterbetrieb. Erstens aufgrund seiner Innovation im Bereich erneuerbaren Energien und zweitens, weil er zwei Ausbildungszweige verfolgt. Auf der einen Seite den Maschinenbau, auf der anderen Seite die landwirtschaftliche Ausbildung. Also diese Kombination, die sehr oft auf den Betrieben Anwendung findet, von dem her ein wirklicher Vorzeigebetrieb. Ich bin sehr froh, dass der Minister seinen ersten sozusagen Auslandsaufenthalt hier aus Wien gesehen die Steiermark besucht und sich umschaut, wie es uns geht in der Versorgungsfrage. Das ist ja derzeit Thema Nummer eins, die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und letztlich auch mit Energie zu gewährleisten. Und wir haben ihm hier mit der Schule Hafendorf gezeigt, dass in Zukunft Bauernhöfe nicht nur sich selbst versorgen können, sondern dass Bauernhöfe auch große Energieanbieter werden können, die das Know-how haben, die Ressourcen haben und die ganz sicher auch das Geschäftsmodell aufzeigen können, dass es für beide passt, für den, der die Energie braucht und für den natürlich, der sie auch liefert. Wo liegen die zukünftigen Herausforderungen der landwirtschaftlichen Betriebe Ihrer Meinung nach? Also die Zukunft für landwirtschaftliche Betriebe liegt in der Vielfalt. Wir haben Betriebe, die werden auf Energieautarkie setzen, es werden Betriebe geben, die setzen darauf, sich selber zu versorgen, aber auch andere mit zu versorgen. Also das kann man da nicht so kategorisieren. Es geht um die vielfältige Energieversorgung, dezentral. Darin sehe ich eine sehr starke Aufgabe der Bauernhöfe in der Zukunft. Jedenfalls wird das Berufsbild Landwirt um einiges umfangreicher. Neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Über künftige Möglichkeiten nachzudenken, wird mit Bestimmtheit erforderlich werden. Die LFS Hafendorf bietet diese Möglichkeit.